Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal um meinen Erfahrungsbericht zum Thema Komposttoilette gehen. Ich habe meine jetzt schon in meinem Jurtenleben hier 3 Jahre im Einsatz. Ich habe meine selbst gebaut und wollte euch einfach so ein paar, ja, Vor- und Nachteile von so einer Komposttoilette nennen. Ja, denn jeder, der irgendwie mit dem Gedanken spielt, im Bauwagen, Tiny House, Jurte oder anderem Zelt oder sowas zu wohnen, ja, muss ich ja auch Gedanken darüber machen, wo ist eine Toilette, wie mache ich das Duschen, Baden, was auch immer. Und ja, es ist halt so, eine Komposttoilette ist eigentlich eine relativ günstige und einfache Alternative zu einer normalen, zu einem normalen Wasserklo, so wie wir das eigentlich kennen. Warum sage ich das? Also erstmal ist es so, dass das relativ einfach selber zu bauen ist. Und wenn man das nicht selber bauen kann oder will, gibt es natürlich auch Bausätze zu kaufen. Das ist schon mal das Erste. Die sind relativ einfach auch aufzubauen, diese Bausätze. Das Ganze ist auch gut zu handeln. Hat aber natürlich seine Tücken auch. Es ist halt so, eine Komposttoilette verbraucht wesentlich weniger Wasser, also im Prinzip ja gar kein Wasser, außer dass man mal hier und da mal ein bisschen das Urinal säubern sollte. Das ist der große Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, da die Exkremente direkt in dem Raum verbleiben. Ja, also bei mir ist es so, ich habe hier als Anbau noch eine zweite Jote, da steht das Kompostklo drinne und nun gibt es quasi in dem Kasten hinten den Behälter für Feststoff, vorne eben für flüssig. Und natürlich bleibt das dann zum Teil mehrere Wochen dort in dem Raum. Jetzt würde man erstmal sagen, oh Gott, wie eklig, das ist ja ganz schlimm. Aber es ist halt Folgendes. Natürlich kann das Ganze auch eklig werden, wenn man, ja, wenn man das nicht vernünftig trennt. Denn Urin und Exkremente sollten nicht zusammen in einen Behälter kommen. Also es sollte so gut wie möglich getrennt werden. Deswegen gibt es ja quasi einen Kanister, der eben das Urin auffängt und einen Behälter eben für Feststoff. Und funktioniert im Prinzip so, bei uns ist es bei 2 Personen so, dass man 2 Wochen lang da auf Toilette gehen kann und nach der Zeit lernen wir das Ganze aus. Es ist aber so, man muss dazu sagen, wir müssten schon nach ungefähr einer Woche oder sogar noch ein bisschen weniger als einer Woche schon den Urintank ausleeren, denn wir haben hier, glaube ich, nur einen kleinen mit, oh, ich weiß es gar nicht, also unter 10 Liter auf jeden Fall. Ich glaube, das sind sogar noch wesentlich weniger. Vielleicht sind es auch nur 8 oder sowas. Und der wäre natürlich relativ schnell voll. Deshalb gehen wir hier einfach in die Natur, ja, zum Pinkeln, die meiste Zeit jedenfalls, und pinkeln eigentlich nur dann drinnen, wenn das Wetter einfach gerade schlecht ist, ja. Es schneit, regnet, stürmt, was auch immer. Oder mitten in der Nacht, wo man nicht rausgehen will. Ja, aber dadurch, dass wir das eben etwas weniger benutzen, quasi das Urinal, ist es eben so, dass man ja höchstens alle 2 Wochen das eben ausleeren muss. Das Ganze passiert dann eben folgendermaßen auch, ach ja, und auch die Exkremente. 2 Wochen dauert das. Mindestens, um da den Behälter voll zu kriegen. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie groß der Behälter ist. Ich schätze mal so 60, 80 Liter passen da rein. Man könnte das Ganze noch, ja, noch größer bauen, noch besser machen. Ich habe eine relativ einfache Bauweise hier gewählt. Die habe ich auch in einem Video schon mal gezeigt. Also es gibt ein eigenes Video zum Thema Komposttoilette konstruieren auf diesem Kanal. Da könnt ihr das nachbauen. Ja, und es ist eben so, die Exkremente werden immer, wenn sie eben hinten in den Behälter fallen, wird immer ein paar Holzspäne, die ich jetzt hier so übrig habe, die werden dann einfach oben drauf gegeben. Der Vorteil davon ist, die saugen sich im Prinzip dann voll, also diese Späne sorgen dafür, dass es immer trocken bleibt hinten. Ja, also dass halt immer, wenn da irgendwie, ja, wenn es dann doch mal ein bisschen flüssiger wäre, dass es dann eben, ja, etwas, ja, fester wird durch die ganzen Späne, weil das aufgesogen wird, das ist die Feuchtigkeit. Das ist erstmal der Vorteil Nummer 1. Sollte dann trotzdem mal Urin in den Behälter für die Fäkalien kommen, auch dann wird das quasi durch die Späne eben aufgesaugt. Es ist natürlich schon so, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es nicht riecht. Ja, also es riecht definitiv, aber es ist so eine Mischung aus
Ja, aus leichtem Uringeruch mit Holzspänen, ja, und als wenn man halt auf Toilette gewesen ist, groß. Aber das verfliegt relativ schnell. Man hat ja auch in der Mitte die Kuppel, die man aufmacht. Und es ist halt so, umso häufiger man das dann ausleert, umso besser. Und bei uns ist das so, wir nehmen ein bisschen Soda, was wir quasi, nachdem wir den Behälter, den Tank mit dem Urin ausgeleert haben draußen, also das vermische ich einfach mit Wasser und gieße das immer prozentual ein bisschen an den Baum und da an den Busch ein bisschen was. Also ich verteile das einfach immer gleichmäßig. Ja, und das Gleiche machen wir mit den Exkrementen auch. Die werden dann verbuddelt. Also da diese Mischung quasi aus den Holzspänen und den Exkrementen, da wird einfach ein kleines Löchlein gebuddelt im Garten und dann geht das da rein. Dann braucht das da ein paar Jährchen und dann ist das quasi so verkompostiert, dass man auch, ja, dass man da nichts sagen kann. Da ist alles super. Was aber wichtig ist, worauf ihr achten solltet, damit erstens der Exkrementetank nicht so schnell voll wird und auch damit sozusagen die Verkompostierung besser vonstatten gehen kann, ist einfach so, da sollte man das Klopapier nicht mit reinschmeißen. Für mich ist das immer so eine Umgewöhnung jetzt nach 3 Jahren, dass ich, wenn ich irgendwo auf eine normale Toilette gehe, muss ich mich immer erst daran gewöhnen, ach ja, das Toilettenpapier macht man bei einer normalen Toilette auch mit in die Toilette. So, bei uns ist es so, wir haben einen Eimer mit dem Deckel und da geht dann immer das benutzte Klopapier rein und das ist auch nicht schlimm, das ist nicht besonders eklig oder irgendwas, sondern das trocknet ja auch alles dann da durch und dann hast du quasi einfach einen Haufen Klopapier und das geht dann mit einer Holzzange in den Ofen, in den Badeofen. Und damit heizen wir quasi, also immer wenn eine Ladung dann voll ist, kommt das in den Badeofen und dann zündet man das an und dann hast du quasi schon mal die Anfangshitze geschaffen, um dann aufzulegen, wenn du eben heißes Wasser beim Badeofen machen willst. Was bei uns übrigens relativ schnell geht. Wir haben nämlich einen alten aus den 60er Jahren oder noch älter, ganz, ganz alten kleinen Kupferbadeofen und die sind aus meiner Erfahrung jetzt, so was wir jetzt so gelernt haben, effizienter als diese typischen DDR-Badeöfen aus Metall und Emaille. Weil es einfach schneller geht. Irgendwie sind die schneller heiß, ist ja auch weniger Wasser drin. Die Leitfähigkeit ist höher. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall braucht es da so eine halbe Stunde. Dann kann man da sehr gut mit dem Wasser duschen. Eine Stunde und dann kann man baden. Also viel schneller als beim normalen Badeofen, wie ich das halt sonst so kenne. Und wie gesagt, wir kaufen keine Kohlen oder sowas, die wir da verbrennen, sondern ich habe ein paar Holzreste von meinem Jotenbau, die ich dann einfach dann, wenn das Klopapier runtergebrannt ist, damit raufschmeiße und das war's. Also ist super verbrauchsarm. Der Vorteil bei unserer Komposttoilette ist der, dass wir direkt daneben ein Waschbecken haben mit Leitungswasser und auch eine Seifenschale. Und wir haben tatsächlich auch einen kleinen Boiler angeschlossen, der zumindest das Wasser lauwarm macht. Also man könnte natürlich auch einen dahin machen, der Heißwasser erzeugt, aber Warmwasser reicht in unserem Fall aus. Ja, und bei uns gibt es noch ein paar Punkte, ja, worauf man achten muss. Also normalerweise ist es so, dass dieser Kasten, wenn es ein Profigerät ist, quasi, was man so offiziell einkaufen kann, dann gibt es auch Entlüftungs, ja, nicht Schläuche, aber doch sowas, Lüftungsrohre. Die könnte man tatsächlich ohne Probleme da anbringen, das Ganze nach draußen aus der Jurte, aus dem Zelt oder Tiny House rausleiten. Und damit würde quasi immer mit einem ganz kleinen Ventilator, der dann über USB läuft oder über Solar, und der braucht nicht viel Strom. Das geht nur darum, dass quasi die Innenluft in dem Kasten, wo die Exkremente und der Urin sich drin befinden, dass das immer nach außen gebracht wird. Dazu ist aber allerdings wichtig, dass der Kasten auch luftdicht oben abgeschlossen ist. Ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ich habe das noch nicht umgebaut. Irgendwann werde ich es garantiert mal machen. Das wird dann für die ja, geruchsempfindliche Nase dann noch natürlich besser sein, als es so wie es jetzt ist. Aber wir kommen damit sehr gut klar. Hat bis jetzt noch keine Probleme damit. Aber wo ich jetzt mal beim Thema Probleme bin, es gibt da schon das eine oder andere zu beachten. Also einerseits ist es eben so, wie gesagt, für die einen klingt das jetzt erstmal komisch, dass man das Klopapier extra packen muss, gewöhnt man sich aber dran. Ist wirklich kein Ding der Unmöglichkeit.
So, dahinter steht ja dann ein Behälter für die Holzspäne und nach jedem Toilettengang nimmt man da eben eine Handvoll raus, macht den ganzen Deckel, alle Deckel eben nach oben und streut da eben so viel drüber, wie man meint, dass es richtig ist und macht alles wieder zu, fertig. Was man allerdings ab und zu mal machen sollte und wo ich noch keine gute Lösung dauerhaft für gefunden habe, ist das Urinal zu säubern. Also da wäre es eben so, ich würde mir wünschen, dass quasi beim Urinal nochmal ein Wasseranschluss wäre, wo man ganz kurz einen Hahn aufdrehen kann, sodass sozusagen einmal ganz kurz das Urinal gespült wird. Ja? Weil natürlich bleibt sonst Urin daran auch kleben quasi, ja, also heften. Und mit der Zeit, wenn man, sag ich mal, seltener auf Toilette geht, dann kann es natürlich auch anfangen zu riechen. Das ist das Einzige, was mich jetzt, ja, was man noch weiterentwickeln kann. Aber das hat dann wieder den Nachteil, dann muss der Behälter für den Urin auch größer sein oder gleich einen Schlauch nach draußen gehen. Womit man aber dann die Dosierung auf dem Grundstück eben nicht so gut machen kann, weil es ja dann an einer Stelle in einem Tank wäre. Also man müsste das dann wieder mit einer Pumpe irgendwie bewegen. Von daher habe ich das halt noch nicht so gemacht. Was man auch machen kann, ist, man kann sich einfach einen Becher oder ja, irgendwie ein Glas mit ganz normalem Wasser noch neben das Klosett stellen und dann immer das Urinal quasi nachspülen, wenn man sowieso gerade die Holzspäne drüber macht. Na, also das ist auch nochmal, vielleicht nochmal wichtig zu beachten. Noch eine Sache, die auch wichtig ist, viele von den günstigen Komposttoiletten, die man so kaufen kann, die haben sehr kleine Behälter, also für Urin und auch für Feststoff. Deswegen sage ich immer, also der Eigenbau, zum Beispiel nach der Anleitung auf meinem Kanal hier, der ist aus meiner Sicht besser, weil eben die Behälter größer sind. Aber wenn ihr direkt quasi Schläuche vom Urinal nach draußen legt, ist es auch kein Problem. Es gibt auch andere ganz tolle Weiterentwicklungen, wo die Komposttoilette fest in einem Gebäude oder in der Jurte eingebaut ist, dann hätte man eine Klappe nach draußen und dort steht ein großes Fass. Also da gibt es so, ja, so Nahrungsmittel-Futterfässer sozusagen für Tiere. Und dann stellt man eins da eben hin, auf der Rückseite für die Exkremente. Und das wird dann luftdicht verpackt und daraus kann dann zum Beispiel Therapreta-Erde hergestellt werden. Das ist zwar ein Thema für sich, aber sowas ist auch kombinierbar. Dann eine Sache, die vielleicht noch negativ ist, die man auch nochmal sagen sollte, ist, also ich habe ja schon gesagt, es ist auf jeden Fall gut, wenn man warm Wasser direkt neben der Komposttoilette hat. Gerade Frauen, die menstruieren müssen, also ist ja auch klar, die brauchen natürlich dann irgendwie irgendwas zum Händewaschen, zum Abwaschen und deswegen eben die, und auch natürlich sonst auch jeder, der auf eine Toilette geht, natürlich auch sollte sich die Hände waschen danach. Von daher, das sollte direkt daneben sein. Wir hatten eine ganze Zeit lang nur einen Kanister, wo man aufdrehen musste und das war also hygienisch gesehen nicht besonders gut und hat mir auch einfach, das war sehr unpraktisch, muss man sagen. Genau. Und dann muss man sagen, zwischen Mann und Frau, bei der Komposttoilette gibt es nochmal einen großen Unterschied. Also bei Männern ist es eben so, durch den Abstand quasi Urin und Exkremente, Ausscheidung, ist es eben so, dass die kleine Brücke zwischen Urinal und dem Behälter für die Exkremente, das kann, ist einfach nur wie eine kleine Brücke sozusagen. Und da ist es auch nicht so problematisch. Ein Mann kann sich da einfach draufsetzen, da reinpinkeln und fertig ist das Ganze. Bei einer Frau sieht das schon ein bisschen anders aus. Da, also ich habe das jetzt schon öfter, also da habe ich jetzt gerade gehört, dass es eben so ist, dass eine Frau damit mit dieser kleinen Brücke, die dort eben beim Kompostklo ist, bisschen ihre Schwierigkeiten haben kann. Es kann sein, dass dann Urin mit in den Behälter für den Feststoff reinkommt oder andersherum. Und deswegen ja, muss man vielleicht das Urinieren anhalten und erstmal groß machen und dann nochmal pinkeln. So, das sind so die Nachteile. Oder man muss das halt gut üben. Oder man muss das eben so gleich einbauen bei der Komposttoilette, dass es das halt praktikabel ist. Also das ist so der Punkt, der vielleicht nicht ganz so praktisch ist. Beim Mann, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Für eine Frau schon eher anatomisch gesehen eben schwieriger. Ich habe dafür auch noch keine wirkliche Lösung, wie man das noch besser handhaben kann. Ich denke, wenn man langfristig in dem Behälter für die Feststoffe, für die Exkremente einen Auslass unten hätte mit dem Schlauch nach draußen, da sprechen wir aber von dann einer Profi-Einbau, Festeinbaugeschichte, ne? Nicht so im mobilen Kompostklo, wie ich das verwende. Und was ich auch sehr praktisch finde, hier dieses
mobile. Das kannst du auch rausnehmen als Ganzes, kannst komplett reinigen, auch draußen auswaschen oder was auch immer und musst nicht nur die einzelnen Behälter rausnehmen. Ja, aber das sind so Sachen, ich denke mal, für die meisten Leute ist diese einfache Anwendung gut genug. Ja, ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich das nur von Vorteil, weil unsere Wasserrechnung ist natürlich sehr niedrig dadurch, ne? Also einfach, weil man muss sich das mal überlegen, wenn man sich das hochrechnet, wie oft geht man pro Tag in einem Jahr auf Toilette und wie viel Liter Wasser, sagen wir mal, das sind 5 Liter, 3 bis 5 Liter, kann auch mehr sein, spült diese Toilette an Trinkwasser einfach mal weg. Also wenn man sich das hochrechnet, das ist schon, also nicht nur, dass es jetzt teuer ist, sondern es ist umwelttechnisch gesehen bei so vielen Millionen von Menschen auch nicht unbedingt besonders ja toll, muss ich sagen. Also da, ich könnte mir das irgendwie schon sinniger vorstellen. Trinkwasser ist zum Trinken, zum Waschen, zum Abwaschen und so weiter da, vielleicht noch zum Kochen und sowas, aber nicht um unsere Exkremente wegzuspülen. Und außerdem können unsere Exkremente, wenn wir eben keine Medikamente oder sonstigen Schadstoffe aufnehmen, genauso wie auch der Urin, das ist guter Dünger für den Garten, wenn wir einen Garten haben. Wenn man das gut verteilt und nicht direkt die Pflanzen, die man essen möchte, darin anbaut, sondern erst nach, was weiß ich, 5 bis 10 Jahren, dann funktioniert dieses System wirklich gut. Ich bin ja auch noch der festen Überzeugung, dass in Weltgegenden, wo wir eine Verwüstung haben, ja, also eine Versteppung, Verwüstung, dass in den Gegenden, gerade mit dieser Technik, mit der Komposttoilette, könnten ganze Landstriche eben wieder begrünt werden, indem man eben Löcher in den ja oft schon Sand oder Steinboden macht und dort eben die Exkremente gemischt mit ein bisschen Holzspänen vielleicht oder so reintut, das Ganze ein bisschen sich selbst überlässt, verkompostieren lässt und dann irgendwann da sowas wie einen Baum oder sowas reinpflanzt. Also ich denke, da könnte man einiges in der Zukunft noch weiterentwickeln. Ich habe sowas schon mal gesehen, es gibt schon solche Projekte, also das ist jetzt nicht von mir neu entwickelt oder ausgedacht. Aber das würde ich mir halt wünschen, dass man, wenn man sich das mal so hochrechnet, ne, allein in Deutschland 80 Millionen Menschen, wenn die alle eine Komposttoilette nehmen würden, das ist natürlich unrealistisch, aber nehmen wir das einfach mal an, was wir da an einer Menge an Exkremente zusammen hätten. Und da, es gibt ja auch diesen berühmten Spruch aus Scheiße Gold machen. In dem Fall wäre es wirklich so, man könnte viele Landstriche damit wieder begrünen. So. Genau, so viel erstmal zu dem Thema. Wenn euch dazu noch was einfällt, auch Fragen oder sonstiges, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch noch mal ein ausführliches Video, wo ich mal so einen Kasten noch mal erkläre, obwohl das habe ich ja eigentlich schon mal gemacht, aber und werde ich euch auf jeden Fall noch in den nächsten Jahren berichten, wenn mir irgendwie Neuerungen dabei eingefallen sind oder irgendwelche anderen Sachen, die mir über den Weg laufen, die ich vielleicht interessant finde. Dann mache ich natürlich auch wieder ein Video für euch. Aber bis dahin, lasst es euch gut gehen und schaut gerne in die anderen Videos rein. Bis dahin, ciao.